Willkommen in unserem ersten YouTube-Video. Wir nehmen euch mit in die wilde Natur Brandenburgs, teilen erste Einblicke in unsere Arbeitswelten und enthüllen einige wichtige Gedanken und kreative Prozesse zum Soundtrack zur dritten Staffel Seven vs. Wild. Wir sind Max und Morten und wir sind Urton Music. Wir hatten die große Freude, die Musik für die Staffeln 2 und 3 von Seven vs. Wild zu komponieren. Normalerweise stehen wir nicht vor der Kamera, aber heute haben wir richtig Bock, euch mitzunehmen und der Frage auf den Grund zu gehen, wie klingt eigentlich Survival? Rise high above every mountain, mindset embracing the fear, tossing coins into every fountain, and we'll know. Unser Ziel ist es, hier heute Sounds aufzunehmen, zu samplen. Das heißt, wir suchen nach allem, was irgendwie organisch ist. Blattrauschen, Schrittgeräusche, Holzbersten, also alle Sounds, die so die Kandidaten auch in Kanada umgeben könnte oder höchstwahrscheinlich umgeben. Und diese Sounds, diese Samples wollen wir nachher in den Soundtrack einweben, um so eine zusätzliche Ebene zu schaffen und den Soundtrack einzigartig und organisch zu machen. Nachdem wir unser Ziel klar definiert haben, tauchen wir tiefer in die Klangwelt des Waldes ein. Hier, in dieser ursprünglichen Umgebung, beginnt unsere akustische Schatzsuche. Wir sind umgeben von einer Fülle natürlicher Klänge, die darauf warten, entdeckt und in unserem Soundtrack verwoben zu werden. Das Geophon ist dabei ein unerlässliches Werkzeug. Eigentlich aus der seismologischen Forschung bekannt, gelingt es uns damit, die Vibrationen des brechenden Holzes direkt im Inneren des Stammes einzufangen, was den Aufnahmen eine unglaubliche Tiefe und Intensität verleiht. Jeder Schritt, den wir in diesem Wald machen, führt uns zu neuen akustischen Entdeckungen. Wir sammeln Klänge für dramatische Effekte, Hits, nahtlose Übergänge, Atmosphären oder für die Verstärkung von Rhythmen. Wir streben nach einem Sound, der sowohl episch als auch authentisch ist. Ein Echo der Wildnis, das sich durch den gesamten Soundtrack zieht. Dabei ist jeder dieser Sounds ein Layer und wichtiger Bestandteil in einem dichten Geflecht aus verschiedenen Spuren und Klängen. Um den Klang noch wilder, authentischer, roher und natürlicher zu bekommen, haben wir neben den ganzen Aufnahmen aus der Natur auch 30 verschiedene Instrumente hier in einem unserer Studios aufgenommen. Dazu gehören unter anderem verschiedene Pflanzensamenshaker, Trommeln wie die Donnertrommel, die Schamanentrommel und die Ocean Drum. Um ein Instrument authentisch auf dem Keyboard spielen und später in der Komposition einsetzen zu können, nehmen wir es in seinen verschiedenen Lautstärken und Spielweisen auf. Was ist eine Spielweise? Eine Spielweise ist die Art und Weise, wie ein Musikinstrument gespielt wird. Es gibt verschiedene Techniken, Bewegungen und Ausdrucksformen, die wir anwenden, um Klänge mit dem Instrument zu erzeugen. Diese werden manchmal konventionell durch die Bauweise, den Zweck und die Tradition des jeweiligen Instruments bestimmt und gleichzeitig experimentieren wir auch gerne mit neuen und unkonventionellen Spielweisen, um einzigartige Klänge zu entdecken. Die Ocean Drum zum Beispiel ist ein faszinierendes Percussion-Instrument, das vielfältige Klänge und Texturen erzeugen kann. Um die verschiedenen Lautstärken abzudecken, haben wir die Ocean Drum mit unterschiedlicher Schlagstärke gespielt. Die reicht von leichten Berührungen bis zu kräftigen Schlägen.
Dadurch entstehen sowohl zarte, zurückhaltende Töne als auch kräftige, dynamische Schläge. Nachdem wir die Aufnahmen in den Computer importiert und geschnitten haben, stehen uns zahlreiche einzelne Audiodateien zur Verfügung. Diese werden anschließend mit Hilfe eines Samplers zu einem spielbaren Instrument zusammengesetzt. Dazu programmieren wir noch das sogenannte Interface, also das Aussehen des Instruments, und legen fest, wie die Audio-Samples abgespielt werden, wenn wir eine Taste auf dem Keyboard drücken. Und somit finden die Instrumente ihren Weg in den gesamten Soundtrack. Es war uns ein wichtiges Anliegen, die reiche Kultur Kanadas und der First Nations auch im Soundtrack wiederzuspiegeln. Wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, mit einer weiteren, außergewöhnlichen Künstlerin zusammenzuarbeiten. Ha! Hi, I'm Gerani Nova and Morton and Max brought me in to sing some native style vocals on this latest project of theirs. I am a person of native lineage. I live in southwestern United States in Arizona. I do have Apache, Miami, Inuit, and Chumash lineage, and I'm very proud to represent Native Americans in this way through the vocals that I do. I love doing Native style vocals. When I sing these Native style vocals is to really bring forth that ancestral presence as a method of awareness, consciousness, and definitely healing that I can put into these vocals for everyone to share in. So I hope you enjoy them. Im letzten Jahr begann unsere Arbeit am Opening mit dem Bestimmen der passenden Klangpalette. Wir hielten unsere Ideen fürs Intro und für die Aussetzung in Skizzenbüchern fest, die wir mit den Jungs, insbesondere Patrick, abstimmten. Die kreative Freiheit, die uns die Jungs für die Arbeit einräumten, war atemberaubend. Mit so vielen kreativen Möglichkeiten kann man sich extrem schnell verlieren. Aber manchmal führt auch genau das zu extrem geilen neuen Ideen. So kam uns die Idee. Eine Hymne. Ein Anthem für Seven vs. Wild. Unser Ziel? Ein Song, der den Grundgedanken der Show transportiert, universell verstanden wird und alle Fans von Seven vs. Wild und die Survival Community verbindet. Wir wollten, dass der Song den folkloristischen, erzählenden Charakter eines alten Volks- oder Wikingermarschliedes hat, ohne dabei altbacken zu wirken. Ein Volkslied 2.0, modern und episch. Unsere Songwriterin verfasste den Text und gab dem Survival Anthem ihre Stimme. Lass uns doch mal gemeinsam reingehen in Survival Anthem. Ich habe das Projekt jetzt hier schon mal geöffnet. Das sind letztendlich 192 aktive Spuren geworden, die wir in 12 Gruppen kategorisiert haben. Das sind Hits and Riser und Sound Effects, Drums, Blechbläser, Streicher, Pads und Atmosphären, Signature Sounds. Das sind Sounds, die besonders hervorstechen sollen, sehr besonderen Charakter in den Soundtrack bringen. Dann haben wir verschiedene ethnische Instrumente, Holzbläser, viele Synthesizer, Chor, Gitarren und Tasteninstrumente. Und ich würde sagen, wir hören in die einzelnen Gruppen jetzt einfach mal rein. Wir hören jetzt zuerst die Gruppe der Drums und Soundeffekte einzeln. Das Donnergrollen im Intro ist beispielsweise das Berster Totholz, was wir im Wald aufgenommen haben. Das haben wir natürlich ordentlich durch die Mangel gedreht, damit der Sound so richtig voll und voluminös wird. Dann kommt der Eröffnungshit. Und dann baut sich langsam dieser marschierende Rhythmus auf, der sich durch den gesamten Song trägt. Um dieses Wikinger-Gefühl noch weiter zu verstärken, haben wir als obersten Layer die Ocean Drum reingebracht, die nochmal so einen besonderen Charakter mit einbringt.
verschiedenste Schritte, die wir auf unterschiedlichen Untergründen aufgenommen haben. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und ich hole nach und nach die anderen Instrumentengruppen dazu und zeige euch, wie sich der gesamte Song zusammensetzt. Damit der Song wirklich das Gefühl von Gemeinschaft und Einigkeit vermittelt, fehlte noch ein ganz entscheidendes Element. Wir wollten unbedingt, dass die Hauptstimme von einem großen Chor getragen wird. Die Jungs waren begeistert und wir standen 2 Wochen vor Serienstart vor der Aufgabe, einen Chor zu finden, der genau das liefert, wonach wir suchten. Der Chor sollte nicht zu klassisch, akademisch klingen, sondern nach einem Everyman's Chor, einer Gruppe von Gleichgesinnten. So wie ein Sea Shanty. Kraftvoll, entschlossen, kämpferisch und vor allen Dingen eins. Groß. The track itself sounds awesome. It was a total blast for our singers to sing on top of such a well-produced and bombastic track. The biggest challenge for us in doing this production was working up to a huge, huge choir sound, and we managed to do this by doing a live session with a big choir and many overdubs to get the feeling of hundreds of people singing this song. We really liked all of the process of the work, and everything was very professional and very well handled. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und konntet einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gewinnen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr zukünftig mehr solcher Videos sehen wollt und zu welchen Themen speziell. Und lasst gerne ein Abo da. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, tausend Dank an Fritz, Max, Johannes, Patrick, dem gesamten Team hinter Seven vs. Wild,
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und unserem Team. Und selbstverständlich danke an euch, die Community, für eure zahlreichen positiven Kommentare und euer Hammer-Feedback. Wir sind extrem begeistert, Teil eines solchen Wahnsinnsprojektes zu sein.